Oh, das hab ich gar nicht gesehen. Hallo meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Daddy Skins. Heute haben wir 550 Dollar, das ist nochmal ein bisschen mehr als letztes Mal, zum Reingambeln. Und wir werden gleich starten. Der übliche Disclaimer zum Anfang. Ihr müsst 18 sein, mindestens 18 sein, um gamblen zu können. Ich möchte, das ist wirklich mein persönliches Anliegen, dass ihr hier nicht euer gesamtes Geld reinschaufelt, sondern wenn ihr euch und euer Geld unter Kontrolle habt, dann könnt ihr gerne reingamblen. Wenn ihr wisst, ihr habt Wegwerfgeld, dann könnt ihr gerne reingamblen. Natürlich nimmt man gerne jeden Gewinn mit, aber man verliert halt dann doch auch schon mal des Öfteren. Darum passt bitte auf euch und euer Geld auf. In der Videobeschreibung ist wieder ein Link zur Hilfe-Hotline. Das ist speziell die Glücksspiel-Hotline und Suchtberatung. Meldet euch dort, wenn ihr irgendwie feststellt, dass ihr da so ein bisschen drin hängt. Und falls ihr das bei anderen feststellt, dann pusht ihr und sagt denen, hey, ruf da vielleicht mal an, ist kostenlos, guck mal nach, dass du dir da ein bisschen helfen lässt. Weil du lässt doch ein bisschen arg viel Geld im Glücksspiel, egal wo, ob es jetzt Daddy Skins ist oder im realen Leben. Weiß nicht, was das gerade war. Also meldet euch bei den Leuten und pusht die, dass sie sich helfen lassen. Verdammt mich noch einmal. Ich freue mich natürlich über jeden, der meinen Code Bubbler benutzt und hier einzahlt oder über meinen Link einzahlt. Aber wie gesagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, guckt einfach zu, wie ich das Geld von Daddy Skins verballere und dann ist alles gut. Wir legen hier direkt los. Ich erwähne hier wieder ein weiteres Mal. Es gibt auch Daddy Skins Krypto, das ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist einfach Daddy Skins nur halt mit Krypto. Kannst du mit Krypto ein- und auszahlen. Wir werden direkt in die Arena gehen, weil ich habe ultra Bock auf Arena Fights. Da wir jetzt so viel Geld haben, gehen wir natürlich in 900, ne Quatsch, da wir jetzt so viel Geld haben, gehen wir jetzt auch in dickere Arenen rein, beziehungsweise hätte ich letztens schon machen können, aber da kannte ich mich halt noch nicht so aus. Hier ist gerade eine für 6,76 eröffnet. Wir fangen immer noch klein an, aber gucken mal. Achtung, was aber. Wo die Maus ein bisschen. Ah ja, aha, Roger Bublé wieder ganz vorne mit dabei. Ne, warum hat denn der jetzt nur 900, der Sack? Ja, ja, komm. Ah, ich glaube, meine ist besser. Ja. Wie viel hat er denn da drin? Oh, shit. Ich dachte schon, dass die wahrscheinlich einiges wert ist. Verdammt. Mann. Das fängt aber nicht gut an. Für 47 Dollar soll ich rein? Komm. Oh mein Gott. Shit. Das wird jetzt direkt deftig. Ja. Ja. Gut, gut. Oh, da haben wir aber einen dicken Vorsprung jetzt. Der Vorsprung wird ausgebaut, ja. Oh. Oh Gott, oh Gott. Na also! Oh. Okay, das ist schon wirklich spannend jetzt hier. Ja, ja, komm. Es ist ein guter. Der ABD, das ist ein Macher. Ich bin extra mit dem rein in ein Team, weil der hat es ziemlich drauf. Achtung, passt auf. Ich glaube, wenn sie jetzt nicht ein Mega... Oh mein Gott, da sind auch Knives drin. Die könnten einfach jetzt ein Mega... Letztes Ding. Ja! We got it, my dudes! Geil, Mann. Genau das ist mein Face bei dem Win. Oh. Wir haben richtig schöne Sachen eingefahren. Haben wir immer auch Navaja eingefahren? Ich habe es gar nicht gesehen. Aber von den Preisen her müsste es eigentlich hinkommen, dass da auch ein Navarra-Nike haben. Ein Damascus Steel. Wir sollten eigentlich nur noch die Handschuhe von letztem Mal gehabt haben. Wir hatten letztes Mal Knife und Handschuhe, haben aus dem Knife Handschuhe gemacht. Somit, Leute, Da, guck mal, immerhin fünf noch was. Da gehen wir rein. Das ist unsere Arena. Und eine Tooth Fairy direkt. Ja, Allah. Das ist ein schönes Ding. Bitte, wir müssen jetzt gewinnen. Wir müssen... Wege, komm schon! Wege, der zieht jetzt irgendwas Geiles, der Sack. Na also! Und? Oh. Ja, easy. Also, das war jetzt auch wieder ein richtiger Move hier, ne? Also, die Tooth Fairy ist sehr geil. Die ist sehr, sehr geil. Ah, die haben gerade eine Bonanza-Dingens gemacht. Da wäre ich gern mit drin gewesen. Ich mache jetzt nochmal eine, aber bei mir war es letztes Mal so, dass einfach keiner dazu kam. Ich werde hier... Soll ich mit drei spielen? Na komm, wir wollen, dass es voll wird. Dann lieber mit zweien. Let's go. Und wir kreieren und warten einfach mal ab. Kommt rein, Leute. Kommt rein. Der Firin ist drin. Okay. Ich glaube, Firin... Oh, er hat direkt eine krasse AK. Firin, heißt das nicht irgendwie Ofen oder Herd oder was? I think. Ja, bin mir nicht sicher. Oh, er ist aber auch ein Macher. Ofen, hast du dir verdient. Hätte ich jetzt nicht noch einfach ein Knife ziehen können? Naja. Gönn dir, Ofen. Gönn dir. 3 Cent. Habe ich ja wirklich, habe ich gut gespielt. Nicht. Da ist nochmal eine für 9 Dollar. Da gehen wir auch direkt rein. Und wir sind auch sofort voll. Geil. Aha. Er zieht direkt halt einen 15 Dollar Skin. Sag mal. Oh, ja, gut, der wird. Oh, das hab ich gar nicht gesehen. Das sah. Ja, Mann! Das sah so unscheinbar aus. Was hatte ich denn da gerade für einen Krepelskin?
Die Galil sah aus wie hingefallen, aufgehoben und nochmal hingefallen. Und die war einfach 14 Euro oder sowas wert. Also ich bin aber auch am Luckeln heute, meine Güte. Komm, einmal noch, letzte, oh, bitte, ich bin gar nicht drin. Big Daddy ist reingegangen, na super. Nico ist drin, klasse. Ihr habt mir auch ein paar Kisten vorgeschlagen, die ich jetzt machen werde. Zuallererst von Saikusa die Vorschläge. Und zwar die Lack 50 Kiste. Saikusa, das ist nur ein Dollar, noch was, sag mal. Gut, er meinte, er hätte da gut was rausgeholt. Dann hoffen wir mal auf unser Glück und gucken, ob das stimmt. Ich mach direkt 5 aus, Selbstverfreiung. Also das sah ganz kurz gut aus. Für einen kurzen Moment dachte ich, ja komm, easy. Naja, ja, 9 Dollar haben wir jetzt hier an den Start gebracht. Ich zeige euch noch ganz kurz, dass man übrigens auch direkt hier rausverkaufen kann. Das wisst ihr sicherlich schon, aber na, falls es jemand nicht weiß. Und den Rest nehmen wir wieder mit. Da kann man ja später noch ein bisschen was mitmachen. Ich mache jetzt einfach nochmal 5 auf. Übrigens, wir haben Plus gemacht. Wir haben Plus gemacht, das ist mir gar nicht aufgefallen. Wir zahlen ja nur 8. Wir zahlen nur 8 Dollar und haben eben 9. Gut, das ist jetzt halt nicht so ganz plussig. Das haue ich auch so wieder raus. Aber tatsächlich, Saikusa, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Es ist... Ne. Ich wollte gerade sagen, in Richtung Wager auch machbar, aber nee, nicht so wirklich. Habe ich jetzt gerade vor kurzem erklärt bekommen, eine Wager-Case zum Beispiel wäre eine, bei der du halt nicht so extrem viel verlierst und praktisch immer das Geld zurückgewinnst, um so wie das jetzt hier, um dann weiterspielen zu können. Ich verballer jetzt nochmal, wir sind auch nach wie vor über 400. Ich will, dass das Video heute deutlich kürzer ist. 10 bis 15 Minuten maximal. Jetzt muss ich mich natürlich auch... Na Allah. Also die Nightmare nehmen wir mit. Die beiden Nightmares, die packen wir ein. Da haben wir schon ein bisschen Plus gemacht wieder. Einmal mache ich noch. Und wenn wir nochmal Plus machen, dann mache ich nochmal. Ja, gut. Hab ich gesagt, dass wir jetzt Plus machen? Ja, das habe ich. Nein, da. Na. Also, ja, es ist doch vielleicht Richtung Wager schon gehend eigentlich, ne? Des Weiteren hat mir Saikusa die Cold Turkey Case vorgeschlagen. Hier 2,80 Dollar, auch eher small, aber es sind dann doch dicke Sachen drin. Wir gucken mal. Ich würde sagen, dreimal machen wir 5 auf und schauen, was so rumkommt. Wir haben 14 Dollar gezahlt und bekommen hier, guck mal, einer Schau, fast 14 zurück. Die Skeleton nehmen wir mit, die Archeron natürlich auch, oder Archeron, oder wie sie heißt. Und wir gehen nochmal rein für 14 Dollar. Da kann man eigentlich schon mal einen Daumen nach oben geben, Alter, auf jeden Fall. Ja, Daumen entfernen. Und das dritte und letzte Mal außer... Warte mal, der Daumen kann ruhig draufbleiben, das war ein Scherz. War der nicht eben 35, hä? Oh. Leute, also eine Dragonfire, die bockt auf jeden Fall rein. Das lassen wir mal so. Wir machen eine Reactor, nehmen wir mit, die andere nicht. Das wären soweit die Kisten von Saikusa gewesen. Sansa hat sich auch noch welche gewünscht oder welche probiert und mir ans Herz gelegt. Und zwar einmal die Bowtie-Kiste, bei der er dann aber meinte, die sei gar nicht so krass gut. Er meinte kurz, die sei gut zum Wagern. Ich mache übrigens 3 auf, weil das sind immerhin 38 Dollar. Aber man kann doch so hart auf die Schnauze fallen, dass es doch nicht so gut zum Wagern ist. Ich gehe einmal mit 3 rein. Und wenn wir da Plus machen, mache ich natürlich ein Däumchen nach oben, ist klar. Oh! Oh! Aber wir sind... Wie viel waren es? Also die ist wirklich nice, die Masterpiece. Wie viel haben wir gezahlt? Ich vergesse es immer sofort. Mein Hirn ist einfach direkt gelöscht. 38, gut, wir sind gar nicht so hart auf die Fresse geflogen. Aber wir gehen schon noch einmal rein. Das hat jetzt schon eher, also stärker wehgetan, ganz klar. Die nächste Kiste, die er mir vorgeschlagen hat, ist die Desert Stone Kiste. Da sind wir auch automatisch wieder bei dem Bonanza-Ding mit dabei. Zwecks Luck, machen wir mal einen Daumen nach oben, den könnte man ja wieder entfernen. Wir machen 5 Kisten auf. Er schreibt, man hat ja etwas über 25% Chance auf einen Gain bereits, also auf 5,14 Dollar. Wir gucken mal, ob das stimmt, sagen sie, ne? 25 noch was zahlen, weil wir kommen auf ganze... Oh! 33, mein Freund. Also die sieht ja überhaupt nicht wertvoll aus. Gar nicht. Die nehmen wir mit. Des Weiteren hat Sansa mir die Sparkles-Kiste empfohlen. Man kennt ihn, der Sparkle. Da machen wir auch einfach 5 auf. Wir sind da ja schon recht hoch, was die Ausgaben angehen. Aber komm, da kann man schon mindestens einmal einen 5er-Stack öffnen. Jetzt habe ich einen Daumen nicht nach oben gegeben. Jetzt kommt der Schwarz. Ah, nee. Oh mein Gott. Ich nehme einen Sticker mit, weil er ganz lustig ist, aber ich nehme die beiden mit. Oh, komm, 3. 3 ist die goldene Zahl, weiß man ja. 3 ist eine goldene Zahl. Oh, kann ich die AWP hier vielleicht hin? Kann ich da mal zurückspulen? Weiter geht's mit einer besten Preis-Case, und zwar der Lava Stone. Hier zahlt man 5 Dollar und 5 Cent für eine Öffnung. Da gehen wir schon noch einmal mit einem 5er-Stack rein, gucken, wie es so läuft, und haben doch hier tatsächlich...
gar nichts rausbekommen. Das ist ja, glaube ich, das Schlimmste, was passiert. Holy shit. Also nee, wir tun so, als wenn es den Run nicht gegeben hätte. Das zählt nicht. Das ist halt gerade nicht wirklich passiert. Wir machen jetzt ein geiles Knife. Irgendwie geil. Oh. 15, immerhin ein bisschen was. Wir lassen die Entombed am Start und tauen den Rest aus, auch die, raus. Auch die Diskothek kommt weg, leider. Die vorletzte Kiste, die Sanse vorgeschlagen hat, ist die 1% Heaven Case. Hier machen wir auch nochmal direkt 5, aber jetzt müssen wir aufpassen. Langsam kommen wir finanziell an unsere Limits und dann müssen wir mal schauen, was wir... Oh! Und zu guter Letzt, das schlägt Sanse auch noch vor, die gute alte Golddigger Case. Die haben wir letztes Mal auch schon gemacht, die ist sehr beliebt, weil sehr günstig und die Chance eben doch da ist, um was Leckeres zu bekommen. Ich zahle jetzt hier $5.50 und erhalte am Ende Crap. Nochmal von vorne. Ich zahle hier $3.30 und erhalte natürlich 3 wunderbare Skins. Och, Wahnsinn, Leute. Mensch, da freue ich mich doch. Das ist ja noch schlimmer als eben. Uff. Gut, wir gehen mal ins Stash. Komm mal mit, wir gehen mal ins Stash. Also, wir haben hier ganz, ganz, ganz viel Schotter drin. Wir haben $673.84 insgesamt hier drin an Sachen. Letztes Mal hatten wir, ich glaube, $403 übrig oder sowas. Also, als wir alles ausgegeben hatten, hatten wir $403 im Stash. Davon habe ich $100 ausgezahlt. Somit waren wir halt dann bei $303. So. Wir haben jetzt 300 und ein paar Verquetschte oben drauf geballert, 370, hatten aber 550. Also wir haben heute richtig dick Minus gemacht. Nichtsdestotrotz natürlich schon ein paar schöne Sachen, aber ja, also halt schon gut Minus gemacht. Ne? Das darf man hier auf keinen Fall irgendwie vergessen, nur weil jetzt hier eine große Zahl steht, direkt dort, wo meine Kamera steht, ist halt hier unten. Warte, ich kann einfach mal alles markieren und dann sollte das auch hier unten rechts stehen, hier. Seht ihr, was wir gerade im Inventar haben, an Wert. Und ja, da haben wir jetzt heute schon reingeschissen. Ich will nicht sagen, dass es an Sanse lag. Was lag an Sanse? Nee, Quatsch. Ich werde jetzt zu guter Letzt noch in die Upgrades gehen. Erwähne hier aber noch geschwind, hier sind alle Social Medien von Daddy Skins. Also auf Twitter werden ständig Giveaways gemacht. Hier auf der Seite gibt es Giveaways. Es gibt hier oben diesen Kalender, bei dem man an tollen Sachen teilnehmen kann. Und vergesst natürlich nicht, dass es diese Free Case gibt, in die ihr rein könnt. Wenn ihr einzahlt, könnt ihr diese Free Case dann kostenlos aufmachen. Ich gehe in den Upgrade und später auch noch in den Exchange. Da wir die Exoskelett zum Beispiel zweimal haben, mindestens zweimal, gehe ich hier rein, snack die und suche uns jetzt irgendeine andere, die wir gerne hätten, die ungefähr in dem preislichen Rahmen liegt. Ich hätte jetzt zum Beispiel gerne diese MAC-10 Toybox. Wir haben jetzt hier 69,62%, dass dieser Exchange funktioniert. Dabei machen wir auch ein bisschen Geld eben gut. Also logischerweise, wir hoffen mal ganz fest, dass es funktioniert. 69% klingt ja sehr viel, aber muss es nicht sein. Oh, Fail! Uff! Das tut ein bisschen weh. Wir haben eine wunderbare Jungle Dash, die ich jetzt wegschmeiße. Die MFA1S Nightmares, davon haben wir auch 4, 5, 6, also da haben wir eine ganze Armada von. Da werde ich jetzt eine nehmen und die schon mal tauschen und zwar für eine Glock 18 Bullet Queen, obwohl die ist in BS. Also bei 70%, meine Damen und Herren, was soll da schon schiefgehen? Was soll da schon schiefgehen? Ich bitte euch. Also, es geht doch. Sehr schön. Success. Somit haben wir aus $3.83 $4.87 gemacht. Also ein bisschen was über einen Dollar Gewinn. Und da wir nach wie vor 3 Nightmares haben, nehme ich nochmal eine und gehe mal 5 auf die Frontside Misty. Boah, 17%. Für mich ist keine Prozent zu wenig. Oh, doch. Doch, ist es. Jetzt kommen wir wieder zum Auszahlen. Ich werde wieder $100 in Skins auscashen. Wir könnten hier jetzt natürlich auch wieder irgendwas hin und her schieben, beziehungsweise jetzt zum Beispiel in diesem Fall exchangen. Ich könnte mir für dieses Knife irgendwelche anderen Sachen holen, Gloves oder dann auch vielleicht ein anderes Knife, wenn man hier ein bisschen scrollt oder auch nicht. Ah, da unten, wow, ein Gut Knife. Hm. Ja, mache ich aber erstmal nicht, weil ich ja noch gar nicht weiß, was ich auscashen möchte. Das suche ich mal eben aus. Also, ich habe jetzt Folgendes ausgesucht. Einmal die USPS Overgrowth, des Weiteren die SSG 08 Dragonfire, die AWP Exoskelett und dann hier unten noch die M4 A4 Tooth Fairy, das Knife und die Farmers. Ich gehe jetzt einfach da mal rum und drücke hier auf Send to Steam. Wir sind bei genau $99.24. Send to Steam. So. Und das gibt es gar nicht? Ah, da gibt es gerade keine Offers. Okay, schade, das kann ich leider nicht benutzen. Und hier seht ihr jetzt die Impacts, die ich meine. Wir bekommen die Overgrowth für 18 Cent günstiger.
als sie halt da jetzt drin stand. Bei der Scout legen wir $3 oben drauf. Bei der AWP bekommen wir $4.49 zurück. Das sind halt wirklich einfach die, so wie sie gerade auf dem Markt verfügbar sind für Daddy Skins, dass sie die am traden können. Deswegen, also man könnte hier jetzt auch noch in die Richtung nach links gehen, ich weiß nicht, hier unten, und könnte auch noch Geld drauflegen, wenn man das unbedingt will. Aber wir bleiben hier drüben. Ich weiß nicht, warum das rot ist, aber wir kriegen da auf jeden Fall Geld zurück. Auch bei der M4 bekommen wir $2 zurück. Bei der Farmers legen wir 4 drauf und bei dem Knife $24. Das ist jetzt aber alles gar kein Problem. Insgesamt, halt, stopp, genau. Insgesamt werden mir $25.08 abgezogen. Hauptsächlich eben wegen dem Knife. Das liegt einfach an diesen Preisunterschieden, die Daddy Skins bei sich hat, stehen hat und wie die Realpreise gerade sind. Also für wie viel Daddy Skins es praktisch einkauft auf dem Markt. Darum eben auch dieser Minus-Impact oder eben dieses Plus, wenn es den Skin gerade günstiger gibt in derselben Condition. Dann werde ich die Sachen jetzt zu Steam senden. Ich habe genug Cash. Ich habe vorher noch zwei Skins verkauft, diese ultra hässlichen USPs. Ihr erinnert euch, diese zwei komplett grünen, komischen Dinger, die waren jeweils fast $12 wert und ich hatte ja noch 3, 4, 5 liegen und von daher, oh was. Die USP haben wir, das Handy macht sich auch schon bemerkbar, dass die Trades ankommen. Das ist übrigens wirklich sehr akkurat. Also sobald hier dann steht, Offered Accept, ist es auf Steam erreichbar. Sodele, 5 von den 6 geschickten Sachen sind bereits da und zwar einmal die Overgrowth, die Exoskeleton, die Scout, das Knife und die Farmers. Komischerweise wird die M4 nicht rüber getradet. Bei der Farmers hatte ich aber den Fehler und die ging trotzdem. Hier steht jetzt, dass ich die gekauft hätte. Ich weiß nicht genau, was das heißt, da werde ich mal noch nachfragen, aber die wird gerade nicht verschickt. Also ich habe hier alle Verschickungen jetzt erhalten. Die Tooth Fairy ist hier noch aufgeführt als gekauft. Ich muss mal gucken, was das bedeutet. Es hat mir natürlich trotzdem wieder einen Riesenspaß gemacht, hier Sachen für euch aufzumachen. Ich erwähne hier nochmal, Glücksspiel ist ab 18. Bitte passt auf euch und euer Geld auf. Macht es wirklich nur, wenn ihr euch unter Kontrolle habt, wenn ihr euer Geld unter Kontrolle habt. Dankeschön. Wer das nicht hat, der guckt hier einfach bei mir zu und schaut, was ich für leckere Sachen aufmache. Die cache ich dann aus und dann gibt's die in den Giveaways. Alles in den Livestreams. Also einfach rankommen und die ganzen Sachen absnacken. Vielen Dank an Daddy Skins für diese Partnerschaft. Sehr, sehr geil. Vielen Dank an euch, die bis jetzt schon eingezahlt haben. Ihr seid absolut Wahnsinn. Es ist gleichzeitig überwältigend und erschreckend zugleich. Also ihr helft mir, das ist überwältigend. Ihr ballert da rein, freut euch für mich und schisselt da in die Partnerschaft rein. Auf der anderen Seite machen das manche halt auch echt, glaube ich, mit doch ein bisschen arg viel Geld. Also guckt bitte, dass ihr euch am Riemen reißt und einfach auf euch aufpasst. Danke. Ich bedanke mich hier natürlich auch wie immer bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr wollt, wenn euch das hier gefällt, können wir diese Partnerschaft weiterballern. Wir können jede Woche ein Daddy Skins Video machen und das eben so lange laufen lassen, wie es euch, mir und natürlich Daddy Skins passt. Wenn einer der drei Parteien sagt, meh, dann meh. Haut da rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Video oder im nächsten Livestream. Wir streamen dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Dort gibt es immer diese geilen Skins, unter anderem auch die Skins, die wir hier gewinnen. Also ran, meine Damen und Herren. Later. Guck mal da, ich habe schon alles ausgehabt. Ich habe Sneedle schon längst das Videomaterial geschickt. Jetzt sehe ich gerade, ich wollte gerade Daddy Skins schließen, weil der Stream gleich anfängt, dass sie verschickt wurde. Okay, gut, also ja, hat doch geklappt. Ich weiß nicht, woran es lag, aber es ist alles da. Geil. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.